Hallo, guten Tag, egal ob es regnet oder schneit. Es gibt Interviews, wenn ihr wirklich Promis seid. Promi-Geflüster, neue Sparte, die heißt Rap-Hop. Ihr braucht euch nicht verstecken, denn wir kriegen jeden Rap-Song. Sagt, was ihr zu sagen habt, es ist eure Chance. Oder sucht euch Fans in der Zeitungsannonce. Neue Bands, neue Trends werden vorgestellt. Kantiro mit Mikro, also passt auf, was ihr erzählt. Hallo Leute von Rap-Hop, wie versprochen bin ich jetzt bei den Water Tigers in der Paul Horn Arena, wo sie ihre Heimspiele absolvieren. Ihr dürft euch auf ein schönes Spiel gespannt machen. Wir werden ein paar Bilder euch zeigen und ja, zieht euch rein. Viel Spaß dabei. Hier ist kein neuer Sportsender am Start, sondern immer noch Rap-Hop. Basketball und Hip-Hop gehören auch irgendwie schon zusammen, deshalb hier im Bereich Trends immer mal wieder ein Bericht über die Lokalmatadore Water Tigers. Gerade läuft das Spiel gegen LTE Gießen vom 11.10.2008. Ein sehr turbulentes Spiel. Bis vor kurzem lagen die Water Tigers zurück, aber es war eine harte Aufholjagd und jetzt führen sie. Momentan ist Pause und mehr Bilder seht ihr gleich. Es steht momentan 33-40 für die Water Tigers. Hier, checkt's ab. Also die zweite Halbzeit hat gerade begonnen. Die Water Tigers sind jetzt wieder auf dem Spielfeld. Und es ist ein sehr schnelles Spiel. Schaut mal rein. Ist gut. Sekunden laufen, nur noch wenige Sekunden sind die Water Tigers vom Sieg entfernt. 10 Sekunden, 78-67, die letzten 10 Sekunden werden jetzt gleich ablaufen und der Sieg ist sicher. Es ist vorbei, die Water Tigers gewinnen gegen Gießen 78-67. Das Spiel ist vorbei. Ein super Spiel, ein spannendes Spiel. Water Tigers hat gewonnen. Super. Well, we came out. We knew that we need this game. After that loss against Norden, what's that? I don't know how to pronounce it. Norlingen. And the great support from the crowd gave us extra energy. We came out and we wanted to give a crowd a show, and that's what we did. We came out with the W. Happy for everybody. Okay. Also, das war das Spiel. Mehr dazu, wann anders. Oh, der Tiger hat mich jetzt etwas aus dem Konzept gebracht. Ich werde euch im Laufe der Saison die einzelnen Spieler vorstellen und euch etwas über die Regeln beim Basketball erklären. Also, bis zum nächsten Mal, euer Kantiro. Also meine Lieben, ich hoffe euch hat es gefallen. Schau mal auf die Views, für sich sprechen die Zahlen. Rap-Hop der Scheiß, also klickt mal wieder rein. Nach einer Sendung denkt ihr, so muss fliegen sein. Brennpunkt mein Heim und Süden der Ort. Promi-Geflüster, das Portal und der Support. Egal wo du warst oder was du machst, bei Rap-Hop in der Sendung, erst dann bist du etwas.